Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 76. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Play, das kann ich nur mit dabei ist Henry. Hallihallo. Und Flummi. Hello. Und heute wollen wir uns einem Bergwerk, einem Bergwerk einmal näher widmen. Und zwar dem Bergwerk Blackwater, um den Schlüssel zur Vergangenheit zu finden. So heißt es jedenfalls. Und das ist auch, oh Gott, ich häng fest, das ist ja auch direkt in der Nähe, das heißt, wir sind gleich da. Wir sind hier auf der Karte. Wir warten auf den Herrn. Genau. Bei der Station jetzt auf die Idee kommt, seinen Stash zu sortieren. Oh, ja, Gott. Da. Schneller. Ja. Schneller. Schneller. Ja. Schneller. Sind wir jetzt eigentlich schon mal befreundet? Sind wir jetzt schon befreundet? Henry, sind wir befreundet? Henry, sind wir Freunde? Henry, sind wir Freunde? Du sag mal, Henry, sind wir Freunde? Henry, sag mal, sind wir Freunde? Sind wir Freunde eigentlich? Hey, Henry. Könnt ihr den mal töten? Ich kann nichts dafür, wenn du meine Freundschaftsanfragen nicht kriegst. Ich auch nicht, das Spiel trollt uns. Meine Güte, meine Güte. Oh, hier ist dieses Hütchenspiel. Das Stacking? Oder welches? Hier dieses eine Münze drunter liegen, oder? Ach so, ja. Ist ja nicht, das sieht so aus. Aber man kann damit nichts machen. Schade. Jetzt tradet der auch noch? Meine Güte. Oh Gott, einmal mit Profis. Pass mal auf. Ja, ich pass auf. Ja, jetzt. Shit. Ja, ja, ich pass auf. Ja, ja. Ja, was soll ich denn sehen? So, was soll ich denn sehen? So, mir was steht denn da? Fehlt... Eindeutig fehlt mir... Ja. Ja. Platz. Ach, das ist ja was ganz Neues. Guck mal, ich habe eine Anforderung als Vorratsabwurf. Alter, damit kann ich mich auch totwerfen. Mhm. Ich geh jetzt los. Okay. Oh. Das ist aber ein bisschen... Das ist aber ein Schnellschießer. So, was haben wir hier? Kupfer. Oh, ich brauche Kupfer. Ich habe mitbekommen, dass mein Kupfer alle ist. Warum? Wofür brauchst du Kupfer jetzt? Munition. Ich stelle doch Munition immer her. Okay. Wenn wir nicht die Munitionsfabrik besitzen. Oh, schickes Outfit, Flummi. Das gefällt mir. Da vorne ist wer? Was hat Flummi denn für eine komische Waffe? Die ist cool, oder? Links ist noch einer. Flummi, was ist das? Das ist ein Gewehr. Mit Schalldämpfer. Ich habe auch eine neue Waffe, mit der ich jetzt in den Nahkampf gehen kann. Woo! Brenne! 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 Brenn, meine Kleinen, brennt! Sorry, ich habe zu viel Spaß. Schlüssel? Der hat einen Schlüssel für Batchelie Bells oder irgendwie sowas. Der Schleimbatzen hier. Mhm. Habt ihr den bei euch? Nicht? Ich kann den nicht looten, nein. Okay. Hast du wieder kaputt gemacht. Ich konnte ihn looten! Ja. Oh, Power-Rüstung. Möchte jemand eine Power-Rüstung mit Raider-Zeugs? Nee. Welches Level ist denn die? Die kann ich ja auch noch nicht tragen. Soll ich die mal nehmen? Bevor sie schlecht wird? Oder nicht? Geld. Wo ist das Waffenwerkbock? Rechts von mir ist Geld. Rechts. Nee, oder vor mir. Das andere rechts. Aber nee, da liegt ein Gatling-Laser. Hattest du nicht einen Gatling-Laser, Henry? Hier liegt eine Gatling, eine Mod für eine Gatling-Laser. Den habe ich verschrottet. Viel Spaß Sehr damit. Gut. Ja, komm, wir können das Zeug wird mir noch begegnen, wahrscheinlich. Nehmen möchte. Geld? Dann nehme ich die. Jemand Geld? Nein, ja, wo? Hier, komm her. Niemand möchte Geld. Wir leben in der Zukunft, da ist Geld nicht mehr wichtig. Ach, das Geld? Nee, das brauche ich nicht. Das kannst du dir. Ich dachte, Vorkriegsgeld. Das muss was. Wir brauchen noch Vorkriegsgeld zum Verschrotten. Kein Mensch. So, wollen wir da rein? Oder hier erstmal? Hier ist noch Zeugs. Ich dachte, das wäre ein Typ. Apropos Typ. Irgendwo ist hier... ein Scharfschützengewehr.
Welches Level? Hier sind übrigens 50. Alle möglichen Bänke. Es ist ein Level 50, falls jemand haben möchte. Ist noch zu hoch. Sind sie zu stark, bist du zu schwach. Au, ich hab geschossen. Weg. Wo schießt denn noch wer da hinter mir? Okay, pass auf, du Leuchtender. Du möchtest leuchten? Leuchte! Yummy. Ekelhaft. Kannst du den nur so verbirnen, ey? Plasma-Flammenwerfer. Hab ich gefunden. Ich benutzen. Benutzt. Wenn ihr Plasma-Kartuschen findet, nehme ich gerne. Der frisst nämlich gut Ressourcen. Plasma-Kartuschen heißt das, ja. Okay. Ja. Was müssen wir denn eigentlich hier machen, Flumi? Wir müssen ein Terminal untersuchen. Hier drin? Nee. Im Bergwerk vermutlich. Hier gucken wir nur so. Wart ihr in der Scheune da hinten? War da irgendwas in der Scheune? Ich weiß nicht genau, was du gerade meinst. In dieser Scheune. Ach, hier sind die Werkbänke, von denen ihr geredet habt. Da sind alle Werkbänke, ja. Also ziemlich alle. Habe ich denn das Richtige? Ja. Du. Das kann weg. Das kann auch weg. Die Pumpgun kann weg. Irgendwas schießt da. Irgendwo in der Nähe. Wo seid ihr da hinten? Okay, ich komm. Ist da oben was Schönes? Nur so Blutkästen. Blut! Munition, Chem. Oh ja. Munitioner. Mini-Atombombe habe ich hier drin. Cool. Wieso nicht? Tja. Noch betreibe ich kein Endgame, also brauche ich es nicht. Da hinten ist... Ach, das ist ein weißer Vorarbeiter. Ein weißer Vorarbeiter? Ja, der hat ein weißes Namensschild. Ach so, ein Freund. Ah, ein Freund. Kurz was verwerten. Der macht 80 Schaden. Ist da oben irgendwas eigentlich gewesen? In dem oberen Gebiet? Oh Gott! Ich häng noch. Oh, hier ist ein... Achso. Ein Freund. 85. Nee, ist weniger. Die hab ich auch gerade gesehen und dachte auch so... Was ist das denn? Achso. Excel. Das sind diese Drogen, die alle Werte kurzfristig richtig pushen. Mhm. Ich habe auch was Abhängigkeiten wieder vernichtet. Motorisierung kann erst nach Abschluss des Belüftungsvorgangs erteilt werden. Versuchen Sie okay. Es bitte. Ich bin hier an der Tür. Erneut. Ich warte auf euch. Okay. Er hat gelesen, dass da gehört, was er gesagt hat, ne? Belüftungsvorgang ist irgendwie kaputt. Also das heißt, brauchen wir einen Helm? Gut möglich, dass er einen Helm braucht, ja. Natürlich wieder nichts dabei. Also wenn du nur... Also ist die Frage, wenn da Radioaktivität nötig ist, kann ich dir leider nichts geben. Ansonsten, wenn es... Ich habe den Chemikalienanzug, aber dann habe ich ja nichts anderes mehr. Das stimmt, den habe ich auch nämlich nur noch. Den habe ich noch dabei als Ersatz. Wir gucken mal rein, was da los ist. Wir werden ja sehen und dann panisch schreiend rausrennen. Was da auch ihr schiebt uns die Rose jetzt rein, oder was?
Das nee. Hat damit mit zu tun, ja. Also Rose Name wird erwähnt in der Questbeschreibung. Questbeschreibung. Wir sollten mal anfangen zu lesen, wurde uns ja gesagt. Also, ach, Rose hat mir von einem Raider-Versteck voller Schätze erzählt. Der Code wurde in 5 Passwörter auf Holobändern aufgeteilt, die zusammengefügt werden müssen, um den Hauptschlüssel zu öffnen, das Versteck zu erhalten. Zuerst muss ich nach den Hinweisen zum Schlüssel der Blackwater-Planeten suchen. Das ist der Aufgabe. Warum bist du nackt? Will ich nicht wissen. Mach, was du möchtest. Was ist das denn? Auch Ladelecks irgendwie bei den Containern? Bisschen. Das ist irgendwie so verzögert alles. Mich wundert es eher, dass Flummi mal nichts anhat. Mal wieder. Henry hat bei mir auch nichts an. Toll. Vielleicht dann ganz kurz mal die Klamotte an und ausziehen, die er anhat. Du hast nichts an. Ich? Warte, nee, du hast was an. Okay, einfach mal kurz die Klamotte. Henry ist bei mir auch nackt. Hier ist ein Holotape im Schrank. Holotape! Klamotte mal kurz an und ausziehen. Hab dieses alte Holoband zum Aufnehmen gefunden und. Ich weiß, wie dumm das ist. Ihr könnt mich nicht mehr hören. Keine Ahnung. Da ist nichts drauf. Doch, dort geredet. Vielleicht mache ich das für mich selbst. Das ist bei mir buggy, ey. Ich hasse das. Wie heißt das Tape? Wisst ihr das noch? Freddy Long. Irgendwas. Was du dir je vorstellen könntest. Und irgendwie fühle ich mich verantwortlich. Hier ist noch ein Tape. Die Einweisung. Die Schneekanonen liefen auf Hochtouren und ich wusste, dass du nicht gerne Ski fährst. Also habe ich nicht erwähnt, dass ich aufbreche. Ich dachte, du würdest es mir ausreden. Hätte ich es dir doch nur gesagt. Wir sind beide Sturköpfe, aber einer von uns hätte nachgegeben. Dann wären wir noch zusammen. So oder so. Vielleicht ist es gut so. Diese Leute, mit denen ich jetzt lebe, würden uns wohl nicht akzeptieren. Ich musste noch härter werden als früher. Ich musste stehlen und töten. Noch schlimmer ist, dass ich mich hinter dieser Fassade verstecken muss. Irgendwie lebe ich. Aber was ist aus mir geworden? Bin ich immer noch die gleiche Alfredi, die du kanntest? Würdest du mich noch mögen? Ich hoffe, dass du mich verstehen würdest. Wer überleben will, muss stark sein. Und wenn das bedeutet, den Bösewicht zu spielen und einen Haufen Monster anzuführen, um die Schwachen auszuplündern, dann mache ich das eben. Die Jungs kommen zurück. Ich höre lieber auf. Zeit für mein anderes Ich. Uha. Warum haben die Bomben dich mir nur genommen, Lucy? Ich lebe durch. Warte. Nee. Für immer. Rose hier. Nicht, dass ich so ein Spanner wäre, aber ich habe sie wieder durch den Sucher beobachtet und gesehen, dass sie im Bergwerk sind. Können Sie mich noch hören? Ach, egal. Sie können ja sowieso nicht antworten. Also, wenn ich mich recht entsinne, haben wir die Blackwater-Banditen 96 komplett aus den Augen verloren. Freddy bot keinen schönen Anblick, als wir sie das letzte Mal sahen. Katastrophe. Sie war nicht mehr so fröhlich und lebhaft, ziemlich krank. Ja, überall ihre Haare sahen schrecklich aus. Irgendwas ist in diesem Bergwerksversteck passiert. Ich weiß nicht genau was, aber wenn sie es herauskriegen können, finden sie bestimmt auch dieses Schlüsselteil. Ich melde mich wieder bei ihnen, wenn ich sie aus der Höhle kriechen sehe. Ah, in dem Text hier auf dem Computer steht ja was. Uiuiui.
Das klingt wirklich nach Strahlungsschaden oder irgendwie sowas. Also das wäre das Erste, was mir einfallen würde. Geh mal da hoch, Henry. Die Haut pellt sich ab, ich kann nichts mehr essen. Ja, das eklig, ne? Klingt sehr nach... Ich weiß nicht, ich würde sagen Radioaktivität? Mhm. Überall Strahlung ausgetreten. Yep, da steht's. Sehr schön, jetzt sterben seinetwegen die Leute. Hier ist eine Kontaminationskammer. Ja. Habt ihr das andere Tape hier, die Einweisung gehabt? Ja. Was für ein Tape? Hier ist noch ein Tape neben dem Computer. Einweisung. Hier ist Vorarbeiter Hibbs, US-Energieministerium. Wenn Sie das hier hören, willkommen im Team und so weiter. Wahrscheinlich hat die Personalabteilung sich schon um euch gekümmert. Eine Sache aber muss ich noch einmal nachdrücklich betonen, damit ihr es auch wirklich kapiert. Unsere Regierung förderte im Bergwerk Blackwater Uran. Ihr seid ab jetzt also Bundesangestellte. All die Hintergrundprüfungen und Sicherheitsgespräche wurden nicht zum Spaß durchgeführt. Jeder Förderertrag, der zu gering ausfällt, ist ein Problem für die nationale Sicherheit. Denn dann wird eine Rakete weniger gebaut und ein Kraftwerk weniger versorgt. Das Energieministerium macht keine halben Sachen. Ich übrigens auch nicht. Also, geht zurück an die Arbeit. Buddelt ein paar hübsche Steine aus und betet, dass ihr auch morgen noch zeugungsfähig seid. Alter. Okay. Da ist schon mal irgendwie ein Level 22er irgendwie durch die Tür geklitscht gerade. Cool, aber wir müssen, glaube ich, tiefer, ne? Ja. Oder? Ja. Ich würde sagen. Flumi rennt schon mal vor. Ich dachte, ihr kommt mit. Hey, jo. Oh, oh. Oh, oh. Uiuiui, atomarer Abfall. Hä? Lustig, der atomare Abfall wurde von Flumi... Ach, das ist interessant. Es gibt also auch bei den Gegnern Loot, was von jedem, was von einer Person aufgesammelt werden kann. Mhm. Oh, echt? Krass. Das ist ja abstrus. Ich habe immer gedacht, das ist vielleicht irgendwie, weil das komisch geladen ist. Weil dachte ist, ich auch. Ne, weil plötzlich was nicht mehr angezeigt wurde. Aber jetzt, vorne liegt irgendwas Größeres. Seht ihr das auch? Stein sehe ich da. Okay, ist da für mich aus wie ein Myolurk. Hier liegt ein toter Supermutant. Was ist denn da oben? Benzinkanister okay, und einfach nur ein bisschen Stuff. Hier ist eine Überseekiste hier oben auf der anderen Seite. Ah ne, ist auch nur ein. Nee, ist auch nur. Der ist tot. Kann man looten. Kiste. Nee, kann man looten? Das ist ja, ja skurril. Da hängt einer. Die kann man auch looten. Ah, das sind diese Grubentypen. Warum können wir die looten? Okay, es geht nach links, es geht geradeaus. Nach links rein. Können wir gehen einfach nach links. Oh, hallo! Aber da ist noch was, ne? Ja. Noch einer. Er rennt weg. Steht da jetzt noch rum? Okay, ich... Hier? Hier ist nur so ein Raum. Der ist unten lang gegangen, der andere. Ja, ja, ich guck nur gerade hier oben kurz. Hier ist aber... Nix. Er ist wieder da. Aua! Ich höre noch einen. Atomarer Abfall.
verliere ein bisschen die Orientierung. Na, bisher geht's noch, muss ich sagen. Von oben. Nein! Shit! Ach, ich bin im Wasser. Wieso bin ich im Wasser? Ich will nicht im Wasser sein. Oh Gott, da ist irgendeiner mit einer Brust in der Krone. Okay. Oben auf der Empore. Ja. Freddy Lang ist hier. Wow, 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 Alter. Wow. Mal kurz ein bisschen Abstand. Okay. Uiuiuiuiuiuiui. Gut. Ich würde sagen, hier hast du aufgeräumt. Plasmawerfer. Aber die Waffe ist in der Hinsicht, für solche Sachen ist sie echt super. Noch ein Schlüssel. Hier sind Plasmakartuschen drin. Oh, sehr gut, nehme ich. Liegt die Leiche jetzt auf dem, was wir brauchen für die Quest? Die. Nee, in der drinne ist die Leiche. In Freddy Lang ist die. Hier. Bei mir ist die hier. Ist denn dieser leuchtende Typ heißt Freddy Lang und da hat er den Schlüssel. Kein Freddy Lang. Der wird auch bei dir angezeigt. Also er hat auch einen. Ja, aber da ist halt Grubenhauer auch sehr, weil er da drauf liegt auf dem Haufen. Kann man den runterkicken? Ah, okay, ich kann auf die Beine gehen. Ah, sehr gut. Oi, 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 oi. Damit haben wir... diesen Schlüssel. Warum schießt du hier einfach so? Schieß nicht einfach so. Ja, ist gut. Okay. Hier ist noch ein Terminal. Oh, eine Waffenwerkbank. Das ist ganz gut. Bisschen radioaktiv hier. Na, nur wenn du vorbeigehst. Ich muss ja vorbei. Jawohl. Marinerüstung? Die war doch gut, oder? Die Marinerüstung, war die nicht gut? Ja. Sehr, sehr schön. So, an dem Computer, was ist da so? Irgendwie nur eine Zugangssteuerung für einen Safe. Für einen Safe? Sehe aber keinen Unter Safe. Wasser vielleicht. Weil ja, ist ja der Wasserstand ist ja dezent hoch. Ja. Muss man vielleicht ein bisschen tauchen. Radioaktivität des Wassers. Ist bei 5000... Was auch immer einer das ist, Wahrscheinlichkeit Krebs zu bekommen. Jawoll. 0,1 Verzehr einer Banane. Schöner Vergleich. Noch mehr Raketenwerfer.
Das bedeutet wohl Chemikalien-Schutzanzug. Und dann mal ins Wasser, wa? Ach, du gehst da runter? Ja. Ich guck mal, für unten was ist. Ich weiß nicht, ob man Atembegrenzung hat. Ein Wackelkopf war hier unten. Sprengstoff. Hier ist eine Höhle, hier ist ein Gang, hier ist ein Gang. Flummi, das macht mir Angst. Warum, was macht Flummi? Was? Ich mach gar nichts. Ich stehe dass hier da unten ein Gang ist. Achso. Das ist die Frage. Soll ich mal, ich tauch mal durch. Ich guck mal, was da ist. Hier ist ein Safe. Mit Vorkriegsgeld. Und man kommt aber relativ schnell auf der anderen Seite wieder raus. Da sind Feinde. Ja. Ich denke, das ist der gleiche Weg, den wir hier gehen können. Sehr wahrscheinlich, ja. Flummi, komm, lass uns mal hier den Weg weitergehen. Ey, der hat doch echt die Wackelpuppe weggeschossen vom Tisch. Was ist denn das? Reparatur. Ich glaube, die haben... Sind die Armen? Den ich fällst, nehme ich die. Ich stirb nicht. Könnte passieren. Ey, Flummi lootet mir alles weg. Was? Ist ja gemein, die Flummi. Was loote ich denn weg? Ich guck gerade in die Munitionskiste und dann verschwindet das Zeug. Hä? Aber. Wie bei Munitionskisten? Das geht dann doch nicht weg. Vielleicht weiß das nur, wenn man gleichzeitig reinguckt. Das könnte natürlich das Problem sein. Guck mal jetzt in die Leiche. Okay, da habe ich jetzt 556. Hallo. Hallo. Wer ist denn da? Ja, und jetzt ganz viel Spaß. Hier ist irgendwie ein bisschen viel Radioaktivität. Warte. Weiß nicht, ich habe weniger als eins. Oh ja. Plus 14. Was ist das, ey? Hast du einen Chemikalienschutzanzug mit? Nee. Scheiße. Nein, dann Red X. Wollen wir den anderen Weg mal durchgucken, ob da das wirklich auf den gleichen Weg führt? Ja, wir hier sind hier am Ende. Wir müssten hier jetzt runterspringen. Ach so. Aber es gab's auch noch, wir sind ja an die Seite, an der Seite lang gegangen. Wir sind ja so ein Sideway gegangen, weißt du? Und vielleicht führt das ja in den gleichen, in diesen, alles, in diesen Gang. Hast du dich gerade geheilt? Plus 1 Rad. Ja, wir müssen hier runter jetzt, oder was? Nee, wir können auch hier zurück, Henry. Und da gab's doch noch diesen anderen Gang. Wir sind doch an der Seite lang gegangen. Aber von hier... da bist du gerade da unten. Wir können hier nur runterspringen. Ja, der kommt doch. Wir sind diesmal lang gegangen. Deswegen. Ja, das führt genau in den gleichen Raum. Und 5 Meter weiter. Ah. Vielleicht einfach schnell durchrennen durch diesen Raum, Henry. Oh ja. Weil hier hinter sieht es wieder ganz normal aus. Ja, hier ist keine Radioaktivität mehr. Hier ist eine Werkbank. Was einer braucht. Ich repariere immer meine Waffe. Ich ziehe mich mal wieder um. Oh Gott, ich... Ich glaube, ich nehme lieber die Kampfflinte. Hier ist eine große Halle. Wo geht's hier hin? Hier geht's irgendwie weiter nach unten. Oh, hier ist auch nochmal eine... Oh, hier sind Freunde. Links sind Freunde. 2 Stück, einer leuchtend. Hallo. Granate geht raus. Oh stimmt, wir haben ja Granaten, ich hab's vergessen.
Nur die gefällt mir. Was hast du? Kampfflinte. Oh, die macht gut Bumm scheinbar, wa? Ja, aber die hat, also die nimmt Schrot, aber die hat 8 Schuss. Und die andere hat, war ja eine doppelläufige, da musst du ja ständig nachladen. Ja, dann brauchst du jetzt wohl Schrot, wa? Hab ich eh. Hast du? Sehr gut. Kannst du mal hier kurz ein bisschen schlafen? Guck da nicht gleichzeitig rein. Scheinbar ist das das Problem. Ging das jetzt? Ja. Weiß ich nicht. Irgendwas ist verschwunden. Okay. 565? Okay, bei mir sind zwei Sachen drin. Dann ist es. Haben sie das geändert, dass jetzt plötzlich. Gab es heute einen Patch? Nein. Ich vermute eher, dass es was mit gleichzeitig reingucken zu tun hat. Waren wir hier durch? Nee, ne? Nee. Nee. Gut. Wodurch? Durchs Wasser. Wieso nicht? Weil ich nicht weiß, wo es dahin führt. Neugierde. Ich glaube, das ist das Ende Gelände. Das ist Gefahr. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Hier geht's weiter. Oh ja, hier geht's. Hier ist was. Aber da kann Henry nicht durch. Nein, hier kann Henry. Aber es scheint so zu sein, dass wir dann in den gleichen Gang nochmal kommen. Das sieht so aus, als wäre das nur eine andere Weg. Ach du Scheibenkleister. Müssen wir hier lang. Du Scheiße. Gott. Das ist scary. Da ist auch noch ein Weg in der Wand. Gott. Okay, hier ist aber Ende Gelände. Ja, dann muss man hier hin oder wie? Durchtauchen? Nee, 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 nee. Hier war noch ein Gang. Okay, weil dann komme ich mal zurück, weil hier scheint. Also da geht es auf jeden Fall lang und es könnte den gleichen Weg führen, wie ihr habt. Und ich will da nicht alleine rumlaufen, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nicht so Bock zu gerade. Ich bin jetzt irritiert. Ich bin ja gerade im Kreis gelaufen. Ja. Seid ihr nach oben oder wo seid ihr lang? Wir sind hier, glaube ich, gerade an der Sackgasse. Ich komme. Ach, da. Da seid ihr, okay. Wir sind überall noch Löcher in den Wänden, ne? Ja, yeah, wir sind schon an eins rein. Aber hier geht's halt nicht weiter. Metallbottich. Oh, Vorkriegsgeld. Jetzt schon wieder ein Loch in der Wand. Wo geht's denn dahin? Aber das sind einfach nur leere Räume scheinbar. Vermutlich spawnen da die Gegner. Ich bin verwirrt. Also hier ist nochmal. Hier ist nur leuchtender Pilz. Was verwirrt dich denn? Ich bin hier völlig orientierungslos gerade. Echt? Lustig. Ja. Zu oft im Kreis gelaufen. Was haben wir denn hier? Mr. Handy-Treibstoff. Okay, also dann scheint es hier nirgendwo mehr lang zu gehen, ne? Mhm. Das heißt, wir müssen durchs Wasser gehen. Henry, musst du ein Red Away nehmen? Ein Red Axe, meine ich. Jo. Hier ist ein Terminal. Oh. Uranextraktoreinheiten initialisieren. Oh ja. Autorisierung durch den Robotervorarbeiter erforderlich. Henry hat doch eine Schutzmaske auf. Aber stimmt, da war nicht so viel. Weiß nicht, ob da Radioaktivität war. Das sehe ich ja nicht.
Na gut, dann durch da. Gucken. Mal ganz kurz hier verscrappen. Ja, durch! Genau. Ihr habt eine Macke. Es gibt auf der Hälfte. Ja. Ein Redex rein. Auf Stück des Weges ist oben ein Rohr, da kann man nochmal kurz Luft holen. Ich weiß, ob es Luftmangel gibt. Und dann geht das jetzt rechts rein und geradeaus scheinbar noch. Ist da geradeaus was? Nee, ne? Nee, geht's aber rechts rein. Lustig, dass ihr unter Wasser lauft. Ich bin da. Wie ist die Radioaktivität hier? Plus 1. Oh, das geht. Ja, mit Redaway. Ah, okay. Ja, und hier war ich und hab mir dann gedacht, nö, hier gehst du keinen Meter weiter ohne euch. Das sieht ja ganz hübsch hier aus. Ja, jetzt sich mal eingerichtet offensichtlich, ne? Mhm. Das ist das Luftloch hier, scheint zu sein. Hier ist ein Safe. Knack ich mal? Nee, knackt mal einer von euch. Weil es bringt Erfahrungspunkte. Vorkriegsgeld. Jaha! Hast du? 20... Challenge. Sehr schön. Ja, ich auch. Hier ja. Auch, hier ist auch nochmal richtig radioaktiv deine Ecke. Plus 5, nee. Da vorne ist aber auf jeden Fall irgendwie Weg. Aber da ist der Ausgang. Aber wir suchen doch keinen Ausgang. Suchen wir einen Ausgang? Ja. Ja, stimmt, geh zum Eingang. Ich dachte, wir müssen jetzt hier noch irgendwas machen, deswegen. Nee, wir müssen nur hier die Treppe scheinbar nehmen. Ach so, na dann. Ich dachte, da wäre noch irgendwie... Hätten wir jetzt noch irgendwas mit dem Code machen müssen oder irgendwie so. Ein Code? Ne, wir haben noch einen Code bekommen. Nee. Doch, wir haben noch einen Code bekommen. Ich dachte, das wäre ein Schlüssel oder sowas. Ja, wir müssen doch alle fünf Teile sammeln. Ach so. Ist doch nur ein Teil des Ganzen, oder nicht? Kann sein. Ich war abgelenkt von den... Ich war abgelenkt von den hunderten Gegnern. Ah ja, da wird geschossen. Das ist doch mal schön. Wegen euch habe ich jetzt Parasiten im Hintern, echt? Ja, ja, wegen uns. Ich zieh mich erstmal wieder um. Wegen uns. Wir sind schuld, weil du deinen Chemikalienanzug nicht mit hast. Wieso hast du den denn nicht mit? Hm? Ja, Ja, da kommt wieder nichts. Okay, übelst. Was ballern die da hinten? Will ich's wissen. Oh, hier ist noch ein Umspannwerk, da waren wir noch nicht. Ja, oder ich war da jedenfalls noch nicht. Ich weiß nicht, ob ihr da schon wart. Nee, das habe ich auch noch nicht aufgedeckt. Da unten ist auch noch irgendwie ein Lager hier. Ja. Ein kleines. Ich frage mich, wozu diese ganzen Umspannwerke. Also welchen. Ah, das ist der von dem Monanga. Aber. Also, ob die hier noch irgendwie was haben. Irgendwie Questmäßiges oder so. Irgendwie. Stimmt. Was ist das hier? Sonnenstrahl? Süß. Ja, stimmt. Voll der. Ach, hinter dir? Ey, wieso treffe ich den nicht? What the fuck? Toxic Valley Schatzkarte 4. Oh ja. Was ein Stimpack. Ah, die habe ich schon, oder? Ne, die hatten wir schon mal. Ja, die ist bei mir, bei meinem Haus. Ah,
Alter, was geht denn da? Boah, ey, da leckt das Spiel bei mir gleich. Komm, ist der Krieg da hinten, ne? Mhm. Oh. Ist da leuchtendes Blut drin? Ja, bei mir schon. Nimm das mal raus. Ja. Ja, okay, jetzt ist es nicht mehr drin, ist klar. Also. Nicht gleichzeitig reingucken, scheinbar, oder irgendwie, keine Ahnung. Ist nicht. Das haben die gefixt. Spontan, während die spielen. Mann, sind die schnell. Serverseitig. Mann, sind die gut. Ist da irgendwas? Nee, Musikinstrumente. Cool. Okay. Nochmal kurz in das Lager hier vorbeischauen. Warte mal. Geh jetzt zum Eingang des Bergwerks. Wir sind irgendwie... Muss ich auch, stimmt. Wir brauchen den Roboter. Wir brauchen die Autorisation bestimmtes Roboters, damit hier der Bau bergen kann oder irgendwie sowas. Wir sind zum Ausgang gegangen, nicht zum Eingang. Stimmt, lass mal zum Roboter gehen. Es hieß nämlich da eben... Oh, was geht's denn hier schön? Ja, ich habe in dem Terminal gelesen, da brauchst du irgendwie den Roboter. Ja, das hatte ich ja gesagt. Ich häng fest. Vermutlich ist das der. Oh Gott. Oh, Feinde. Schon wieder respawn. Oh. Rose, ich kann nicht reden. Rose redet mit mir. Okay, wir müssen jetzt zu einem Lager der Fallensteller. Ja. Aber ich sehe es auf der Karte nicht. Ziemlich. Ach, da. Okay. Ja, ein bisschen... Das ist aber arg hart. Okay. Was denn? Wo soll denn das sein? Das ist südlich vom Westtech-Forschungszentrum. Ach du Scheiße, da war ich auch noch nie. Das ist aber kurz vor Cranberry Bog, ne? Aha. Wir könnten uns natürlich zu dem Reaper Alley teleportieren und von da aus dahin laufen oder vom Westtech. Wo bist du gerade? Von der Westtech. Oder wie meinst du? Teleportiert? Nein, ich frage noch, ob wir das machen wollen. Wo bist du gerade hier? Ich bin hinter euch. So, komm mal kurz her. Komm mal. Stell dich da mal kurz hin. Gruppenheilung! Ja, Gruppenheilung. So, also. Könnten... Oder zu dem Ripper Alley. Genau, oder das waren die beiden. Also die Frage ist zum Beispiel, ob wir durch diese Bergkämme durchkommen oder ob wir über das Militärlager E gehen müssen und dann diese 107 entlanglaufen müssen. Na, die 107, die ins Cranberry Bog führt? Ja. Ja. Das heißt, erstmal würde ich sagen, zu Westtech und gucken, ob wir da langkommen? Oder nehmen wir gleich das Militärlager mit für ballistische Fasern und sowas? Wenn wir schon mal da sind. Klar, brauchen wir ja alle, ne? Ich glaube auch. Aber, was wir auch brauchen, ist, glaube ich, eine Pause. Nach so viel Action und Radioaktivität müssen wir uns erstmal unsere Jodtabletten einwerfen.
Und deswegen vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Ja. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.